Und damit herzlich willkommen zurück zu Sons of the Forest. So, die Folge beginne ich erstmal damit, dass ich sage, das ist nicht der erste Aufnahmeversuch. Nein, das ist nicht der erste Aufnahmeversuch. Nicht, weil meine Technik versagt hat. Nein, diesmal lag es am Spiel. Das Spiel hatte beim ersten Aufnahmeversuch die glanzvolle Idee, doch mal einen Bug zu haben. Ich werde jetzt erstmal zur nächsten Höhle hingehen und da auf dem Weg einfach mal erzählen, was passiert ist. Und dabei können wir einfach mal vorwärts laufen. Wenn ich die ganze Zeit an der Stelle laufe, können wir auch einfach vorwärts laufen. Denke ich, das ist kein Problem. Wir nehmen mal die Axt in die Hand. War nämlich so, ich habe so ein paar Höhlen abgelaufen, nichts Spektakuläres dabei. Hatte Kelvin wiedergefunden, der ist nämlich verschollen, wie man vielleicht schon mal feststellen konnte. Und dann waren wir gemeinsam bei so einem wilden Lager. Und naja, was soll ich sagen? Dann kam dieser Bug. Dieser Bug bestand darin, dass ich diesen GPS-Tracker nicht mehr aus der Hand legen konnte. Ich konnte nichts mehr machen, außer auf diesen GPS-Tracker zu gucken. Ich konnte nicht mein Inventar öffnen. Ich konnte nichts machen, weil, naja, Bug halt. Es hat mich schon ziemlich geärgert, muss ich ganz ehrlich sagen, weil, naja, du erspielst eine ganze Menge und dann ist das einfach weg wegen sowas. Und es passiert mir eigentlich so ein paar coole Dinge und ich weiß nicht, ob die nochmal passieren werden. Na, deswegen kann ich sie ja mal so ein bisschen berichten. Also, wir waren zum Beispiel neben dieser Höhle hier, in der wir was Schönes finden werden. Was heißt was Schönes? Ist eigentlich nichts Schönes, aber es ist atemberaubend, dass es dort steht. Waren wir auch im kalten Gebiet. Und da habe ich mir noch selbst die Frage gestellt, gibt es im kalten Gebiet eigentlich die bösen Leute? Weil, die habe ich ja nie gesehen. Die habe ich ja dort nie gesehen. Und in dem Moment, wo ich das gesagt hatte und mich umgedreht habe, stand einfach mal so eine Riesenkannibale hinter mir. Da stand einfach so ein Riesenkannibale und bewies mir einmal mehr. Jo. Uns gibt es hier. So, zack, hier runter. Schöner Grafikfehler. So. Hier kann ich eigentlich schon mal sowas da vorstellen. Upp. Weil ich kann euch sagen, in dieser Höhle ist wie keine Gefahr drin, nichts. Gehen da rein. Hier werden wir übrigens auch mal gleich schlafen, weil es doch schon späte Stunde ist und ich möchte nicht im Schneebereich schlafen. So, lass mich raten, die Taschenlampe. Jo. Kombi, Kombi, zack. Ausrüsten. Und hier steht einfach mal ein Sessel rum. Ein Sessel mit einer Leiche da drin. Und das fand ich unheimlich witzig, als ich das hier gesehen habe. Unheimlich witzig fand ich das. Ja, wie man diesen Sessel durch diesen schmalen Spalt da durchgezwängt hat, um dann hier zu landen. Weil in dieser Höhle gibt es ansonsten nichts. Ich kann auch schon sagen, man kann auch nur hier vorne ein Lager aufrichten. Ich weiß gar nicht, also errichten. Ich weiß gar nicht, ob ich das in der letzten Folge erwähnt habe oder in der versauten Aufnahme. Aber ich werde in diesen ganzen kleinen Höhlen jetzt immer Lager haben. Daran erkenne ich besser, dass ich schon dort war und ich habe immer einen Schlafplatz parat. Manchen klappt das nicht, das werden wir noch sehen, wenn wir bei der Höhle im Eisgebiet sind. Warte mal, machen wir Licht aus. So. Täuschen an. Uff, und leg Steine rum. Zack. Sehr schön. Jetzt können wir hier einmal schlafen. Dann machen wir es so, dass ich hiervon trinke. Und ein bisschen Katzenfutter esse. Weil das super köstlich ist und weil in den Kisten hinter mir Katzenfutter sein sollte, wenn ich Glück habe. Jetzt
kann ich hier nicht bauen. Okay, warte mal. Kombi. 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 Sehr schön. Warte. Taschenlampe an. Und Axt raus. Hier sind die versprochenen Kisten. Und da hatten wir gleich die Konserve wieder. Sehr schön. So. Gut. Du kannst rein theoretisch noch was trinken, wenn ich mal so frei sein darf. Wupp. Hier einmal durchgezwängt. Jetzt gehen wir zum kalten Gebiet. Ah, es sind noch frühe Morgenstunden. So. Wenn ich auch hier lang gehen, wenn ich mich nicht irre. So. Übrigens ist mir in der versauten Aufnahme aufgefallen. Hey, die Fackel brennt immer noch. Eine ganze Zeit eine brennende Fackel bei mir. Ist das nicht schön? Die hat mit dem Popo warm gehalten. Kann ich hier ruhig mal nutzen, weil hier friert man schnell und ist schnell nass. Und das wollen wir nicht, weil das kostet Ausdauer. So. Mal sehen, ob wir wieder einen Kannibal hier oben treffen. Wie gesagt, in der ruinierten Aufnahme, da habe ich da oben mein Lager vor dieser Höhle gesetzt. Weil in der Höhle da oben, kann ich jetzt schon mal verraten, können wir kein Lager setzen, nur davor. Und redet so davon, na, hier oben gibt es ja gar keine Kannibalen und so. Und dann steht einfach mal dieser Riesenkannibal in diesem Moment hinter mir. Und ich dachte mir so, ja, Spiel hat mich gehört, hat gesagt, du willst Kannibalen, du kriegst Kannibalen. War nur der eine Große, aber es war halt ein Großer. Dann habe ich versucht, ihm den Schädel abzuschlagen. Oder besser den Kopf, um an den Schädel ranzukommen für die Markierung. Aber das klappt bei den Großen gar nicht. So. Dahinter diesem kleinen Hügel müsste ein Lager sein. Mit erfrorenen Leichen. Woher ich das alles weiß, ha? Woher ich das alles weiß? Kannst du euch sagen, weil ich diesen Weg jetzt nicht zum ersten Mal laufe? Nein, nein, nein. So, da ist es. Habe ich es nicht gesagt? Zielscheibe, ernsthaft? Hier sind Flares drin, ne? Genau. Sonst ist hier nichts. So, und die Höhle müsste hier irgendwie sein. Was sie hier unten? Nee. Ist das schon zu. Warte mal, ich hab doch. Die Höhle war nämlich näher an dem Lager, das weiß ich noch. Ist eigentlich über die Klippe. Da, da ist sie. Da ist sie einfach mal. Hier kann ich die Markierung schon setzen, weil ich weiß, was drin ist. Der doofen Höhle. So, ich habe hier nicht genügend Stöcke dabei, um das Lagerfeuer vollkommen zu Ende zu bringen. Kann ich auch schon mal sagen. Weil man im Schneegebiet echt schlecht irgendwelche Steine findet. So. Hupp. Wälz auf. Wälz auf. Wuff.
Uff. Angezündet. Und dann stand hier einst dieser Riese. Neben mir, als ich das einst gemacht habe. So. Bup, bup, bup. Und da sind die aufgebraucht. Dann nehme ich die Axt, gehe rein. Hier gibt es auch noch so ein paar lumpige kleine Kisten. Mit unheimlich viel Seil, weil ich ja so viel Seil brauche. So, eine Konserve. So, warte mal. Kombi. Ach. Auch in der Höhle ist mir kalt. Shit. So. Ist die Konserve hier wahrscheinlich in... Nee, ich krieg sie noch. Sehr schön. Ja, gibt nichts hier. Also können wir weiterziehen. So, jetzt gehen wir Kelvin suchen. Ah, sehr schön. Alles schicki soweit. Na, ihr? Oder, na du, bist ja ganz alleine, stimmt. Ist gar keine zweite Leiche. So. Dann können wir die nächste Sache gleich angehen, die mir in der ruinierten Aufnahme aufgefallen ist. Denn das Wetter ist dynamisch. Nachdem wir Kelvin mal an uns genommen haben, werden wir das ganz genau sehen, an einer bestimmten Stelle. So. Aber man wird es auch gleich jetzt ein bisschen bemerken, weil guckt auf das GPS, bis wohin der Schnee geht. Ja, dann sollte es eigentlich grüner werden. Irgendwie. Wir gehen weiter. Wir gehen weiter. Wir haben keine Ausdauer mehr. So, durchatmen. Oh. Ja, wir sind im grünen Bereich, aber es ist immer noch alles weiß. Das ist ja jetzt nicht das Außergewöhnliche. Es kann ja immer so sein, dass die Karte nicht so dargestellt wird, wie es eigentlich ist. Aber an einer Stelle sieht man dann plötzlich so, hoch, das war doch mal anders. Aber ich will jetzt noch nicht zu viel verraten. So, wir müssen natürlich diesen Weg hier gehen, weil der See ist zugefroren und über den müssen wir drüber wandern. So. Oh ja, oh ja. Weiß auch nicht, hatte ich das in der letzten Folge erwähnt oder in der ruinierten Aufnahme? Ich erwähne es einfach nochmal. Mir ist nämlich aufgefallen, dass ganz schön viele Höhlen hier einfach nur so ganz kleine Höhlen sind. Es gibt nicht so ein richtig schönes Höhlensystem wie bei The Forest. Bei The Forest war es so... da war einfach ein riesiges Höhlensystem, ein klaustrophobisches Höhlensystem. Ja, riesig. Und hier, ich habe schon so viele Höhlen betreten und das waren alles immer nur solche kleinen Muckerhöhlen, wo nichts war. Ja? Und das finde ich ein bisschen schade. Das war bei The Forest besser. Da waren das riesige Höhlenkomplexe. Da gab es nichts Kleines. Bisher hatte ich hier eine größere Höhle. Natürlich wohl gemerkt, ne? Also die Laborkomplexe, wo ich nicht weiterkomme, kann ich dann dazu kann ich noch nichts sagen. So. Ja, wir sind im grünen Bereich, wo ich es nochmal erwähnt habe. So. Bam, bam. So, bewegen uns weiter auf Kelvin zu. So, Bergziegen-Skills. Ah, da schreit jemand.
aber wir gehen einfach weiter. So. Wir wollen ja was erreichen. So. Weiter, weiter, weiter. Wir sind schon ziemlich ein ganzes Stück im grünen Bereich, aber es ist immer noch überall Schnee. So, jetzt müssen wir Kelvin hier suchen. Kelvin? Ah, da. Komm mit, Junge. Folge mir. Ja, ja, ja. Nicht lang schnattern. Wir müssen weiter. Hier, das sind so ein paar kleine Wilde. Ich lasse jetzt mal links liegen. Dann habe ich nämlich in der ruinierten Aufnahme gesagt, na, dann lass uns doch mal zu der Höhle hier vorne gehen. Da sind wir ja ganz nah dran. Da ist es mir dann aufgefallen. Aber euch wird es auch gleich auffallen. So. So, wir gehen mal hier oben lang. Ausdauer. So. Denn ne, bei dieser Höhle waren wir schon mal. Denn das ist die Höhle mit den drei Leichen. Mit dem Geld hier. Und ich könnte mich nicht entsinnen, dass diese Leichen halt im Eis eingefroren waren. Ich stand da vorhin. Der hier, der hatte doch Schleuder bei sich. Da kann ich mich dran erinnern, wenn das so gewesen wäre. Vielleicht irre ich mich auch, aber das Eingefrorene hier, das ist neu. Aber wir wollen nicht hier bleiben, denn habt ihr es gehört? Da ist so ein dumpfes Grollen. Und das ist mir auch in der ruinierten Aufnahme aufgefallen. Und es kam immer näher. Und es grollt nicht mal eben so. Das ist irgendwas Großes. Da habe ich nämlich gesagt, Kelvin, nimm die Haxe in die Hand. Wir müssen hier weg. Wir müssen hier ganz dringend weg. Und dann sind wir irgendwie auf so ein kleines Kannibalenlager unten beim Fluss oder so getroffen. Haben die dort abgeschlachtet. Ja, und Resultat der ganzen Sache war, dann kam der Bug. Deswegen habe ich eigentlich keinen Bock, da nochmal hinzugehen. Eigentlich, aber da ist es. Da sitzt sogar einer von dem auf dem Eis. So. Zwei weitere. Und ein paar kleine. Geht mal weg. Ja, da will Ärger. Der weicht aus. So. Wir plündern sie schnell. Nice. Und machen uns vom Acker. Hier gibt es sonst nichts mehr. Kapuzenpullover, okay, habe mich geirrt.
So, wir gehen weiter. Wir gehen weiter. Da wollen wir nichts zu tun haben. Ich würde nämlich gerne mal wieder bei meiner Heimatbasis vorbeischnackeln. Muss ich ganz ehrlich sagen. Haben nämlich auch irgendwie ein bisschen Lust, dort weiterzumachen. Ich meine, wir haben die Höhlentour und bisher nicht wirklich was gefunden. Nicht wirklich was gefunden. Man kann es nicht anders sagen. Ist das nächste Kannibalenlager? Ja, ich plündere euch und gehe einfach weiter. Haha. Und bei meiner Hauptbasis sollte ich unbedingt. Obwohl, es geht ja eigentlich auch so. Wenn ich die Map richtig groß stelle, weiß ich, wo mein Hauptlager ist. Ich wollte schon so einen GPS-Tracker dort mal ablegen. Aber eigentlich geht's auch so. Nein. Einfach nein. Ich will dort vor allem Ressourcen auffüllen. Weil in den Kisten bei meinem Lager ist bestimmt ein bisschen Klebeband. Und ich brauche dringend wieder Rüstung. So. Dim, dim, dim. Wir wollen einfach mal wieder zu Hause vorbeischnackeln. Sagen wir es doch so, wie es ist. Zu Hause ist es doch am schönsten. In der Höhle dort könnte ich dann auch ein paar Schädel wieder einsammeln. Und Markierungen. Aber es ist krass, ne? Es ist alles Schnee. Es ist hier einfach alles Schnee. Das ist wirklich dieser Jahreszeitenwechsel. Erst war es herbstlich, da waren diese ganzen bunten Blätter. Und jetzt ist einfach mal alles Schnee. Frag mich bloß, wie lange halten die Jahreszeiten hier? So, ist es da vorne eigentlich die Höhle mit dem 3D-Drucker? Weiß es nicht. Nachteil der ganzen Sache ist natürlich, jeder See ist eingefroren. Wenn hier irgendwelche Fischis sind, die könnte ich nicht erreichen. Wo ich die auch, glaube ich, bei einem normalen See nicht erreichen würde. So. Durchatmen. Aber folgt mir dieses Brummeln? Hört das doch auch. Oh. Was wieder? Und halt sehr entfernt. Das ist hier die Insel mit den zwei Särgen. Genau. Oh. Ich will mit euch nichts zu tun haben. Ihr seid ein Ärgernis. Muss ich ganz ehrlich sagen. Die sind ein Ärgernis, weil die dich in der Masse angreifen. Und dann kosten die dich einfach nur Rüstung. Ja, keuch mal durch. Hier ging es rein. Ich nur überlegen, war das hier die richtige Höhle? Wie die mit dem 3D-Drucker. Ah, nee, ich glaube, das ist die mit der Speisekammer, oder?
Oh, das ist die mit der Speisekammer. Das ist die falsche. Das sind jetzt einfach nur Umgebungsgeräusche. Ich bin langsam ein bisschen paranoid. Weil hier drin habe ich es auch gehört. Ich bin einfach nur ein bisschen paranoid. So. Da ist die. Da ist die mit dem 3D-Drucker. Müsste die da drüben sein dann. Oder? Oder war das die Ausgrabungsstelle? Ach Gottchen, ich weiß es nicht mehr. Können ja mal hingehen. Wir gehen einfach mal hin. Weil wir sind ja in der Nähe meiner Hauptbasis. Sagen wir es so. Es ist Mittag. Das Land sieht ziemlich friedlich aus, wenn ich das mal so sagen darf. Wirklich sehr friedlich. Idyllisch, fast schon. So. Bam, 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 bam. Hier mal durch. Ja, ja. Ihr habt mich so erschrocken. Da ist noch einer. Ihr schreckt mich überhaupt nicht. Ihr grafen Viecher. Ihr seid nur nervig. Ihr habt mich attackiert. Ah, ich lasse dich in Ruhe. Ich habe jetzt gerade keine Lust auf euch. So. Komm, Kevin. Hallo, Reh. Forest waren die auch alle ein bisschen aggressiver unterwegs, ha? Huh? Ja, da sind die so. Ey, guck mal, der Aussätzige. Was will der hier? Ich glaube, das ist es nicht. Das, wo einfach nur diese zwei Golfcars rumstehen, ne? So. Bam, bam. Jo, es ist nur das, wo die zwei Golfcars rumstehen. Aber da ist eine Kiste. Die können wir noch mitnehmen. Jetzt hör doch mal auf, die ganze Zeit so zu schnauben. Jo, trink mal eine Dose. So. Wo ist die andere Dose jetzt hin? Da. Na, dann können wir uns zumindest hier hinten wieder Harz abholen. Jo. Oh, ich kann ich nicht mehr tragen. Schade. Gehen durchs Wasser. Alles ganz friedlich. Ich höre auch nicht mehr dieses Krummeln. Ich höre auch nicht mehr dieses Grumm-Geräusch. Das könnte es doch ein Vieh gewesen sein. So, wie siehst du eigentlich aus? Ausrüsten. Füllen wir mal auf. Schön. Und wieder die Axt in die Hand. Zack. Und ab nach Hause. Junge, ab nach Hause.
Da gibt es ein paar Kisten zu plündern. So. Wir haben ja die große Insel-Rundtour gemacht, ne? Muss man ja mal so sagen. Dann wirklich lange nicht zu Hause. Ich hoffe, ich erkenne alles wieder. Wirklich krass. Bis zum Strand alles im Schnee. So. Erkennst du natürlich auch keinen Stein auf dem Boden. So. Ja, atme durch, Junge. Alles weiß. Einfach mal alles weiß. Muss ich Kelvin losschicken, um Steine zu suchen. Wenn ich selber keine finde, muss Kelvin die finden. Ja, es ist gut. Du hast lange genug darauf hingewiesen, dass du erschöpft bist. So. Brauche ich jetzt eigentlich nicht mehr? Der Hammer. Der Hammer. Das mit dem Wetter. Aber frieren tue ich ja nicht so wirklich, ne? Habe ich gesagt, dir ist kalt und du bist nass oder so? Das hat er sich verkniffen. So. Hab ich den Baum? Ne, die Bäume sind nachgewachsen, glaube ich. Ich wollte gerade sagen, habe ich den Baum da übrig gelassen? Ich denke nicht. So. Und hopp. Und hopp. Und ein Schädel, den ich gefunden habe. Hopp. Sehr schön. So. Jetzt hier mal ein paar Kisten aufschlagen. Alles weiß. Einfach alles weiß. Sehr schön. Läuft. Oh. Ich habe andere Dinge erwartet. Ganz ehrlich, ich habe andere Dinge erwartet. Okay. Hier. Was schwierig zu erkennen ist, sind jetzt die... Was sag mal, ja, die Planen. Ich dachte, ich erkenne die Planen gut, aber ich erkenne sie nicht gut. So. Oh, das Feuer ist ausgegangen. Ich bin erstaunt. Der hier ist leer. Okay, okay. Nee, Kelvin, weißt du, was du machst? Ruhe. Steine. Mir geben. Wenn ich sie selber nicht finde, darfst du sie finden. Ich entzünde hier einfach mal unsere ganzen Lagerfeuer neu.
Gut, bei Schneeoptik ist natürlich schwierig einzuschätzen, wo ich was... Spreche ich Suaheli? Habe ich gesagt, ruh dich aus? Bitte, bitte ruh dich aus? Was soll denn der Quatsch, Kelvin? Du bist ein Vogel, das bist du. So, aber wir können ein bisschen Rüstung bauen. Bisschen Rüstung darf sein. So. Sehr schön. Gut. Rote Maske, ja, ja, ja. Meine Güte, ich sammle langsam Munition, ne? Hier ist diese Schleuder. Ah. Gibt's einen Pulli? So, unterschiedliche... Aha. Good to know. Einfach mal good to know. Hier geht's nicht weiter, ne? Schon die ganze Menge zusammengefarmt hier. Meine Güte, hier ist gar nicht mehr so viel Platz. Die sind doch bestimmt mal all, oder? Aber hier sind diese biosen Würfelchen. Und hier mein Sammelsurium an Uhren. Okay. Was mich noch interessieren würde, so nebenbei mal. Fenster. So, ich lege die übereinander. Wenn wir ein Fenster auf der Rückseite haben und hier vorne kann ich kein Fenster. Doch, kann ich. So. Fenster. Nicht groß, aber Fenster. Ja. Kann ich da mal hinlegen? Die haben in meiner Bude nichts zu suchen. Kann ich immer rausgucken, ob wir Besuch haben, Kelvin. Sollte ich noch irgendwas in diese kleine Hütte reinstellen? Eigentlich nicht. Eigentlich war es auch doof, das Fenster direkt neben das Bett zu machen, weil es ist einfach mal Schnee draußen. Gut, gut. Wie spät haben wir es denn? 16 Uhr. Naja. Das ist ja früher, Vogel schläft ja ein, wa? Ich wüsste auch nicht, was ich jetzt noch großartig hier erledigen könnte. Weil da hier alles zugeschneit ist, kann ich nicht genau abschätzen, wo ich mein nächstes Bauprojekt starte. Denn ich würde gerne ein großes Haus auch bauen. Weil man sagt, Kelvin den Auftrag geben, es zu bauen. Weil unterwegs brauche ich ihn nicht. Ich sage so, wie es ist. Ich brauche ihn unterwegs nicht. Und da könnte er hier in der Zwischenzeit einfach mal ein schickes Häuschen bauen. Aber wir sind hier eigentlich alle wieder da. Jo. Good to know. Ja, ich kann die auch mal nach Hostern noch mitnehmen. Ha, ich plane. Sehr, sehr schön. Einen Plan noch mal gefunden. Reichen die Knochen, die ich dabei habe, noch aus? Nein, warum auch? Ah, Bär, ich kann mir doch hier ein paar snacken. Ich kann mir doch einfach ein paar Knochen snacken. Tragen. Brauche einfach ein bisschen Rüstung. Damit fühle ich mich sicherer.
Der Rest kann hier wieder rein. Gut. Laufen hier irgendwelche Typen rum? Nö, ne? Aber sie läuft hier rum. Kurze Frage. Was hast du da? Was hast du da? Ist das Aloe Vera? Warum rennst du weg? Ich lass sie mal auf mich zukommen. Du hast mir Aloe Vera gebracht, danke. Sie mag mich. Ich nicht. Das hat sie mir im Vertrauen gesagt, Kel. Okay. Die ist nice. Ich wollte dir mal so ein Ding andrehen. Guck mal hier, mit dem Herz. Ich habe eins für dich mit dem Herz, wirklich. Komm zurück. Es hat ein Herz. Es symbolisiert meine Liebe zu dir, du komische Kreatur, du mit deinen drei Armen und deinen drei Beinen. Ach, machst du was? Ich lauf dir nicht hinterher, kannst du knicken. Ich lauf dir nicht hinterher. Das würde nur so ein Zeichen von Friendzone auf Ewigkeiten sein, deswegen. Aber da hab ich keinen Bock. Ich liebe dich. Nein. So, genug davon. Kann ich den mal weglegen? Frag mich, ob es eine Möglichkeit gibt, einfach mal schnell eine Waffe zu wählen. Hier höchstens, ne? Da kann ich dann benutzen. Dieser Schild, ja, ja. Gegenstände, die an meinem Rucksack sind, gefallen mir soweit. Okay. Gut, jetzt ist aber hier wirklich Schluss. Ich danke vielmals fürs Zuschauen. Auf Wiederschauen, reingehauen. Tüdelü.